Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Thank you.
Ich bin der Diener von Arrakis, Lord der Sith, der Hüter seines Wissens. Wer steht vor mir und was wollt ihr lernen? Lehrt mich das Ritual, das mir ermöglicht, die Toten zu verzehren. Es gibt kein solches Ritual. Der Tod kann nicht verzehrt werden. Aber Geister können für eine Weile gebunden werden, um sich ihre Kräfte zu leihen. Ihr müsst eine Verbindung zwischen Leben und Tod knüpfen. Ihr müsst lernen, beide Seiten der Macht zu binden, das Leben und den Tod. Man nennt es den Machtwandel. Klingt einfach. Wo fange ich an? Einfach? Das ist es nicht. Seht die Knochen an, die um euch verstreut liegen. Nicht alle sind fähig, das Ritual des Machtwandels zu meistern. Aber wenn ihr willens seid, trinkt aus dem Gefäß vor mir. Es ist Gift, aber es wird euch nicht töten. Habt ihr getrunken? Gut. Das Gift wird schnell wirken. Dann könnt ihr das Ritual des Machtwandels lernen. Nun, da ihr bewusstlos seid, können wir anfangen. Das Ritual besteht aus zwei Teilen. Erst das Befrieden. Einen zornigen Geist kann man nicht binden. Der zweite Teil ist das Binden. Ein williger Geist ist leichter zu binden, aber wenn man dem Geist seinen Willen lässt, entzieht man ihm weniger Kraft. Ein Pakt kann geschlossen werden, den willigen Geist zu binden, besiegelt mit Blut. Oder das Ritual der Bindung wird ausgeführt. Gut, ihr lernt schnell. Es ist lange her, dass eine so vielversprechende Kreatur mein Grab betreten hat. Es muss mehr zu tun sein als diese kleine Träumerei. Ihr lernt wahrlich schnell. Ihr könntet es glatt lebend hier rausschaffen. Das ist der Test. Bindet mich und ich lasse euch frei. Ich begleite euch eine Weile und sehe das Imperium noch einmal. Versagt ihr, töte ich euch. Und versucht erst gar nicht, einen Handel mit mir zu machen. Ich bin nicht willens. Ihr habt den letzten Test bestanden. Ich bin euer Sklave. Meine Kräfte gehören euch. Ich bin an euer Leben gebunden und ihr an meinen Tod. Benutzt meine Stärke, um euch gegen Feinde abzuschirmen. Was ist da drin passiert? Captain Fiesig will es nicht sagen.
Ich dachte, ich hätte Schreie aus dem Tempel gehört. Wahrscheinlich nur der Wind. Ja, wahrscheinlich.